Gampel TV, dritter Tag. Wir haben immer noch so gefühlte mittlerweile 78 Grad hier im Studio. Jetzt habe ich live hier bei mir den Michael Seele, der Sänger und Gitarrist von der wirklich überraschenden, ganz tollen Band, die ich live vor der selber auf der Hauptbühne schauen konnte, von The Beauty auf Jemina. Ist heiß gewesen heute, Michael? Ja, also absolut. Weil wir sind ja eigentlich eher Finsterlinge, oder? Also das ist natürlich bei Nacht und Nebel fühlen wir uns am wohlsten. Also so heiß, das habe ich also noch nie erlebt. Ich musste gerne eine Sonnencreme montieren vor dem Konzert. Und ich staune ja die Leute auf dem Platz. Weißt du, wie die das aushalten? Also das ist ja unglaublich. Bratend heiß. Auch vom Bühnenoutfit habe ich gesehen. Züge geknöpft bis oben an. Super schön passend, aber wirklich nur heiß. Ja, wobei das drückt. Wahrscheinlich ein bisschen heißer vielleicht, aber wenn schon, dann schon. Also wenn wir schon im Gampel sind, dann sind wir herausgeputzt wie immer. Sehr schön. Ische Medischef hat im Booklet vom Open Air Gampel einen schönen Satz gepostet, wir müssen es mal ablesen. Musikalisch erinnert die wohl derzeit spannendste Schweizer Band stark an Nick Cave, die Depeche Mode oder Young Gods. Kann man mit dem leben? Ja, ich meine, das sind ja Namen, da geht einem das Herz auf. Nein, absolut. Ich meine, ich verstand mich schon, dass wir, ich sage jetzt auch viele Einflüsse, die wir natürlich kennen aus den 80er Jahren, auch mit The Cure, Sisters of Mercy, The Mission, aber in die heutige Zeit irgendwo auch neu zu präsentieren und auch möglichst authentisch. Aber ich denke schon, dass die, oder Fans von diesen Künstlern, die du jetzt aufgezählt hast, sind natürlich auch Leute, die unseren Sound hören und gerne nennen. Also von dem her passt das schon. Oh schön, da bin ich sehr froh für unseren Mediachef, dass er da wirklich das Gehör getroffen hat. Weil ein Name, den du erwähnt hast, ist von mir gewesen, Sisters of Mercy. Ich habe für mich noch Killing Joke aufgeschrieben. Ja, wunderbar. Haben wir gerade letztes Jahr an einem Festival gespielt mit ihnen. Und die sind im Fall immer noch top. Wunderbar. Ja, das sind Legenden, gell? Also da freue ich mich, wenn man da in einem Rahmen von diesen Bands ja, irgendwo auch wieder den Leuten auch vielleicht die Stimmung ein bisschen zurückbringen, die diese Bands auch ausgelöst haben. Sehr schön. Also ich bin Liebhaber von diesem Sound. Man kennt es so. Darum kenne ich mich jetzt so gut aus. Darum komme ich mit diesen zwei tollen Namen, oder? Ja, nein, das freut mich. Wobei, man hat ja gesagt, das ist ja auch so Gampel. Für uns ist es ein sehr schmales, so ein Festival, das natürlich ganz breites Publikum hat. Aber man merkt schon da, sind ja die freien Walzer. Ich glaube, die haben auch offene Ohren für ein bisschen exotischere musikalische Sachen. Und darum haben wir uns sehr gefreut, dass wir da dabei sind. Suicide Landscape war Platz Nummer 1 in World Gothic Charts. Kannst du mir das erklären? Ich kenne das erste Mal World Gothic Charts. Was ist das? Ja gut, mittlerweile ist natürlich online gibt es ja unglaublich viel, oder Musik wird sehr viel online verbreitet. Und wir sind in dieser Szene, wo wir uns bewegen, hat's in vielen Ländern gibt es eine Art so Charts, wo zum Beispiel DJs oder wo Veranstalter, wo so ausgewählte Leute, die tun so Charts, wenn Alben rauskommen, wählen die Songs. Und der Song damals, der ist irgendwo, ja, der hat unglaublich viel Aufruhr hat der gegeben. Also dann die Leute dann sich, der ist dann gewählt worden und da sind wir wirklich eine Weile lang sind wir da dann quasi, das ist aber ein Online-Charts sind das gewesen. Und mit dem aktuellen Album haben wir ja zuerst mal in der Schweiz den Sprung geschafft, in die offiziellen Charts. Das war für uns natürlich auch eine Überraschung gewesen. Aber online-mäßig gibt es sehr viele so Sachen. Und wir sind natürlich sehr international unterwegs. Und das freut einem dann gleich. Ich meine, es sind nicht in dem Sinn Verkaufscharts, aber das heisst, die Leute nehmen die Musik wahr und es braucht schon. Also einfach so kommt man da natürlich nicht rein. Schweizer Charts, bis welches Plätzchen sind wir gegangen? Wir sind eingestiegen, glaube ich, auf dem 35 und sind so gerne noch eine Woche geblieben. Also, das haben wir eigentlich nicht erwartet. Weil wir sind, ich meine, auch die Bands, die du jetzt vorher aufgezählt hast, das sind ja nicht in dem Sinn die typischen Chart-Themen eigentlich. Aber es hat einfach gezeigt, in einer Zeit, wo so viel über Downloads läuft, dass quasi unsere Fanbase da ist und die eigentlich in den Laden sind und das Album gekauft haben. Und das gibt einem schon ein gutes Gefühl, oder? Weil gerade am gleichen Tag, oder, dass man das einmal sieht, wenn wir ein Album bringen, dann geht's, das ist immer am Freitag ist der Release und in der Nacht kannst du das schon gratis downloaden. Dann kommen wir schon Mails über von Fans, auch in Polen, in Russland, auf diesen Servers ist schon das neue Album drauf. Und das tut einem schon weh, oder? Das frustriert einem manchmal auch. Und umso mehr, glaube ich,
ja, ist es eine Wertschätzung für die Arbeit, die da dahinter steckt. Frühjahr 2011, Supporting Act von, Achtung, Unheilig, auf einer Deutschland-Tournee. Wie ist es da dazu gekommen? Ja, also Unheilig ist ja ursprünglich aus der Szene und ich kenne ihn schon seit Jahren. Und wir haben auch teilweise auf Festivals gespielt, wo er noch nicht so bekannt war. Und wir haben dann am Greenfield haben wir beide gespielt, das war 2009. Und das ist irgendwo über das Management, ist das gelaufen, er hat das immer verfolgt, was ich mache, und dann hat sich das ergeben. Und für uns war das eine tolle Chance gewesen. Weil wir haben dort, muss man sich vorstellen, der ist ja dann nachdem das dann abgemacht war, ist dann der in Deutschland explodiert. Also der ist dort Nummer 1 gewesen und der hat die grössten Hallen alle ausverkauft. Also von Kölner, Lanxess Arena, Westfalenhalle, 15'000 Leute, und die sind bis zum letzten Platz voll gewesen. Und wir sind da 6 Wochen dabei gewesen. Und da haben wir unglaublich viel gelernt und tolle Erfahrung gewesen in einer so riesen Produktion. Und, aber dazu kam es eigentlich, weil er hat, glaube ich, auch noch wollte, wie so ein bisschen seine Wurzeln noch ein bisschen zeigen. Und hat gefunden, Beauty of Jemina ist eine Band, die das sehr noch verkörpert. Und hat das, ich will dem Publikum sagen, er hätte das nicht vergessen, dass irgendwo er aus dem, ja, ich sage mal, aus dem Independent-Bereich oder Underground, wie man auch sagt, kommt. Ja, so ist das. Sehr schön. Sehr schön, erfolgreich. Hat es schon etwas gebrungen, oder? Ja, eben, Erfahrungen sowieso. Ich meine, wir haben insgesamt vor über 100'000 Leuten gespielt. Man muss klar auch ehrlich zugeben, das Publikum ist natürlich dann schon auch ein anderes Publikum gewesen dort. Und von dem her hat es vielleicht jetzt nicht auf unsere Karriere in Deutschland nicht jetzt den grossen Impact gehabt. Aber wir haben natürlich mehr über uns geredet. Und wir haben schon seither haben wir natürlich auch seit viele Fans, neue Fans, die wir dazu gewonnen haben. Und wie gesagt, die Erfahrung als Band, wenn man so viele grosse Bühnen spielen kann, ist natürlich unzahlbar. Also ich habe auch als Sänger unglaublich viel gelernt. Auch so ein bisschen in Deutschland, wie das funktioniert mit dem Publikum. Und von dem her, aber jetzt ist es auch schon eine Weile zurück und wir sind jetzt wieder auf unserem Weg. Wir haben uns auch nie jetzt angepasst, wir haben unsere Sache gemacht. Ist das der Grund, dass jetzt nicht nur ein externer Keyboarder auf die Bühne mitnehmen und das so umsetzen? Ja, das ist eine gute Frage. Oder? Das wäre natürlich, eigentlich wäre das schon der Traum, dass man natürlich noch einen Keyboarder, wahrscheinlich vielleicht sogar zwei bräuchte, die da könnten. Aber es hat ja einerseits den Grund natürlich, dass man natürlich, gerade wenn man viel jetzt im Ausland auch unterwegs ist, versucht man ja irgendwo auch Produktion in einem Rahmen zu halten, der einfach auch finanzierbar ist. Und von dem her ist es wie so eine Entscheidung, oder? Weil ich glaube, heute ist für die Leute natürlich schon auch, ich sage es, in dieser ganzen elektronischen Musik und da weiß man heute auch, das wird halt oder man muss so sagen, es gibt ja auch viele Keyboarder, die sind zwar auf der Bühne, aber die spielen keinen Ton, oder? Da haben wir so viel gesehen, auch da wird das Publikum manchmal staunen, oder? Weil es wird wie vorproduziert und das hat, aber es ist sicher so eine letzte Ebene, die natürlich schon noch spannend wäre. Das gebe ich dir recht. Also, du hast mich nicht falsch verstanden. Mir hat es gut gefallen. Vom Line-Up ist das wirklich sehr, sehr gut gewesen. Wie geht's jetzt weiter mit der spannenden, spannenden Geschichte? Ja, also jetzt haben wir sehr einen vollen Terminkalender. Wir haben jetzt schon in den letzten Wochen haben wir jetzt eben Deutschland, Belgien, wir sind in England gesehen, Festivals. Jetzt geht es nächsten Samstag auf Portugal, Lissabon. Da spielen wir dann in Mitternacht, wunderbar, auf einem grossen Schloss, riesiges Festival. Dann haben wir München, Hamburg, dann Leipzig. Also wir haben fast jedes, die nächsten 2 Monate praktisch jedes Wochenende Festival. Dann werden wir im November eine Akustiktour machen, das ganze ein spannendes Projekt. Da sind wir 2 Wochen auf Tournee in ganz speziellen Orten, also teilweise Kirchen und spezielle Clubs, alles bestuhlt und mit einer deutschen Band zusammen, befreundete Band von uns, und werden das 2-mal dann auch noch in der Schweiz machen. Aber dann ein bisschen, also quasi exklusiv noch 2 Akustikkonzerte. Ganz reduziert, nur akustische Gitarre, Klavier, da spiele ich dann viel Klavier live, ein bisschen Perkussion, Schlagzeug und Bass. Und da freuen wir uns sehr drauf, das ist jetzt eine super Herausforderung.
Es klingt nach schönem, spannendem Stress, würde ich mal sagen. Ich habe gestern auch noch hier gesehen, den Stress. Da habe ich einen super Übergang jetzt gemacht. Merci vielmals, Michael. Alles Gute für The Beauty of Jemina. Ganz toll, so etwas am Opener Gampel 2012. Das ist Opener Gampel TV. Romeo Michlig.